So Leute, jetzt gibt es. Deswegen war der Kunstunterricht mein Hassfach und das fühle ich so übertriebenst. Ich konnte nix in Kunst. Ich kann nicht malen. Das ist ein einziges Trauerspiel. So, das Ganze ist übrigens von Weilam. Das überrascht mich. Warum war denn Kunst? Junge, der kann doch gut malen. Ja, also Bildhauen gab's bei uns nicht. Ich bin nicht wirklich sicher, ob ich es erwähnt habe, aber ich bin ein Kunstboy. Ja. Surprise! Ja, aber warum weiß, hast du denn dann so Kunst? Aus, aber ich mag tatsächlich Kunst. Ja, nee, ich war schon immer interessiert in Kunst. Ich habe gerne... Nee, Kunst und Paletto. In der Schule ein absolut... Nee, ging nicht. Auch Musik war ich auch super schlecht drin. Ich habe die beiden Fächer wirklich... Also ich meiner Kindheit gezeichnet, vor allem den Dragon Ball und gerne getanzt. Ja, Paletto auch nicht. Auf jeden Fall ist es klar, dass zur Kunst Kreativität gehört. Und das hat jeder von uns. Wir hatten alle als Kind sehr, sehr viel Kreativität. Ja. Klammern Dummheit. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn du die Kreativität nicht aufs Blatt bringen kannst. Ich würde sagen, dass ich manchmal auch schon ein kreativer Typ bin. Aber, also, nee, sobald ich einen Stift in die Hand nehme, kommt da einfach nur ein Klumpen Scheiße bei raus. Und das wie über die Zeit, die auch verloren haben. Ken Robinson, ein britischer Autor, behauptet, dass die Schule die Kreativität killt mit falscher Balance der Unterrichtsfächer. Kunst, ja. Musik etc. sollte genauso wichtig sein wie Mathe oder Geschichte. Und die Schule gibt uns eine falsche Einstellung zu Fehlern. Kinder haben weniger Angst, Fehler zu machen und dadurch sind die im Kopf... Ich glaube, Leute sollten individuell mehr gefördert werden. Ich glaube nicht, dass das 50-50 sein sollte oder so, sowas wie Mathe und Deutsch, whatever. Und eben Kunst und Musik. Ich denke aber, wenn du jemanden hast, der halt sehr kreativ ist, sollte der in Kunst und Musik mehr gefördert werden. Genauso wie wenn jemand eben sehr gut in Mathematik ist, dann sollte der individuell in Form von Mathematik mehr gefördert werden. Aber das, ja. Und derselben Meinung bin ich auch. Schule killt Kreativität. Ja. Und deswegen war ich meiste Zeit ein schlechter Schüler. Grundschule und in der Oberstufe. Es gibt aber ihr einzig... Ja, bei mir hatte das keinen Grund mit Kreativität. Also ich war dann teilweise einfach nicht da. Habe ich auch schon mal gesagt, Paletto, kein gutes Vorbild, aber ne. Eine Fächer, die dagegen steuern. Ich zum Beispiel hatte nur den Musikunterricht, worüber ich schon ein bisschen erzählt habe, und den Kunstunterricht. Und jeder wird jetzt denken, dass ich extrem gut in Kunst war. Ja. Aber ich war eigentlich nur Mittelmaß. Denn ich konnte nur zeichnen. Halbwegs gut. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an meine Grundschul-Kunstunterrichtszeit gut erinnern, aber ich weiß noch, dass ich Basteln hasse. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber scheiß Basteln. Ey, wie ich das gehasst habe. Und wir hatten bei uns auch, das war sowieso schon der erstgrößte Punkt, wir hatten bei uns keine Linkshänderscheren. Das bedeutet, ich musste mit einer normalen Schere da so schneiden und dann sagt die Lehrerin so, oh, das sieht aber scheiße aus. Ja, ich kann ja nicht richtig schneiden mit der Schere. Und dann auch irgendwie irgendwo was draufkleben. Sorry Leute, Basteln ist einfach Müll. Sei denn, es macht einem Spaß. Ist vollkommen okay, wenn die das feiern. Aber ich hab's wirklich gehasst. Also so malen und basteln. Und die Lehrerin sehr lieb war. Sie hat ihnen geholfen, war nie besonders streng, bis auf ein paar Ausnahmeschüler, hatte nichts dagegen, wenn ich Animes gezeichnet habe und war allgemein eine sehr nette Dame. Ich würde ihr auf Yelp 5 Sterne geben. Aber über die Schuljahre hatte ich schon mehrere Kunstlehrerinnen. Ich hatte noch nie einen Kunstlehrer. In der Mittelstufe hatte ich 2. Frau Faden, sie war wirklich sehr klein. Das hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe mich neben ihr groß gefühlt. Erstmal in meinem Leben. Auf alle Fälle war ihr Unterricht nicht wirklich Unterricht. Ich kann mich konkret an keine Aufgabe erinnern, die sie uns aufgegeben hat. Wir haben uns in Gruppen hingesetzt und durften zeichnen. Ja, das war bei uns auch immer so. Kunstunterricht saß man immer, glaube ich, mit 5, 6 Leuten an so einem Gruppentisch und wir waren der Gruppentisch der Loser. Also ich hatte echt, ich glaube, das muss 7., 8. Klasse oder so gewesen sein. Da hatte ich eine 4- in Kunst. Das musste auch erstmal hinbekommen. Ich habe halt immer eigentlich Moorhühner gemalt, die ich selbst entwickelt hatte, meine guten Mohun-Zeichnungen. Irgendwann war sie genervt, aber ich konnte halt, ich kann halt, das ist ein Trauma, Leute. Ganz ehrlich, Kunstunterricht und Pidissel. In der Oberstufe ging es dann, weil meine damalige Freundin mein Bild gemalt hat. Das war dann schon mal so ein bisschen, weil, ey, da hat jeder entweder das von der eigenen Mutter, vom Vater zeichnen lassen oder irgendeinen Kollegen, der gut zeichnen konnte. Weil wir mussten, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, so Kunstgemälde abpausen, aber auf so einer großen Leinwand. Es war... Klingt zwar sehr entspannt, aber wenn ich ehrlich bin, wurden die Stunden immer langweiliger. Die ersten paar Male sind schön und gut, aber ohne wirkliche Aufgabe, habe ich mir gedacht... Ich könnte früher nach Hause, wenn man die Stunden streichen würde. 4 Sterne auf TripAdvisor. Meine nächste Kunstlehrerin war Frau Storch. Sie war ein bisschen strenger und größer. Viel größer. Sie hat uns richtige Aufgaben gegeben, was wir zeichnen sollen, aber am Ende war es schon ziemlich ähnlich wie Frau Faden.
in eine Gruppe zusammensetzen und zeichnen. Das Ding bei ihr war bloß, sie war glaube ich sehr biased gegenüber das eine Geschlecht zum anderen. Ich werde jetzt hier nicht behaupten, dass sie Favorites spielt, aber im ersten Jahr haben alle Mädchen in meiner Klasse eine 1 bekommen in Kunst und keiner von den Jungs. Aber nächstes Jahr, als die Mädchengruppe irgendwie Beef mit ihr hatten, hat jeder Junge eine 1 bekommen. Ich glaube fast keiner der Mädchen. Vielleicht haben sich nur alle Jungs verbessert, während fast alle Mädchen sich verschlechtert haben. Aber ich weiß nicht. Ja, man kennt's. Nee, das ist doch glaube ich auch fast nur menschlich. Ich glaube, kein Lehrer ist hundertprozentig objektiv. Bei uns war es auch immer so, dass es Lehrer gab, die einfach und die in der ersten Reihe saßen, also die Kinder, und dann wusstest du schon, dass die da bevorzugt werden. Und oh ja, hier. Ey, du hast dich nicht mehr gemeldet als wir. Warum kriegst du eine mündliche Note, die jenseits von Gut und Böse ist? Ganz ehrlich. Also, ich weiß aber auch nicht, wie man es besser machen könnte. Das Schulsystem, ja, muss man durch, ne? 4 Sterne auf Google Reviews. Wenn sie nichts gegen Animes hätte. 2 Sterne. Die beiden hatte ich in der Mittelstufe. Und ehrlich gesagt, hat mir der Kunstunterricht noch sehr gefallen. Zu der Zeit hatte ich bis jetzt nur praktische Aufgaben bekommen. Aber als ich dann den Kunstleistungskurs gewählt habe, in der Oberstufe, hat sich alles geändert. Die Banane soll uns Menschen symbolisieren. Und das Klebeband ist die Gesellschaft, die uns bindet. Dude, ich dachte, es wäre witzig. Warum müssen wir alles erklären? Können wir nicht einfach Sachen genießen? Manchmal fühlt man es einfach ohne Erklärung. Vielleicht hat er eine blaue Gardine gewählt, weil es zum Teppich passt. Und nicht, weil es seine Trauer symbolisieren soll. Auf jeden Fall habe ich diesen Part gehasst. Mich interessieren die Intentionen von Künstlern nicht, wenn es mir aufgezwungen wird, zu interpretieren. Ich würde lieber selber was machen oder mir Künstler wählen, die mich interessieren. Dazu gab es noch andere Gründe, warum ich wirklich diese Stunden nicht leihen konnte. Erstens war ich wieder fast der einzige Junge in der Klasse. Es gab noch einen anderen, er war eigentlich ziemlich nett, aber richtig dicke waren wir nicht. Ich saß alleine, um wieder in einem Kurs voller Mädchen zu sein, gab mir wieder Anxiety. PTSD. Oh, zweitens, der Kunstleistungskurs hat echt viel Arbeit in der Freizeit geschluckt. Man muss oft raus, was schon schlimm genug ist, Sachen erledigen, extra Sachen sammeln oder kaufen und so weiter. Drittens, die Leistungskurslehrerin, Frau Quasi, war nicht besonders... Was ist das, Frau Quasi? ...richtig lieb, stabil mit ihren Emotionen. Meiste Zeit hatte ich das Gefühl, dass sie gerade von einer 15-Stunden-Schicht kommt, mit 3 Stunden Schlaf und ein nerviges Kind. Wir hatten in der Oberstufe bei uns auch so ein richtig... Also der Kunstlehrer war schon ein bisschen komisch. Ich glaube, der hat auch in seinem Wohnmobil gewohnt. Und ich bin da auch einmal mitgefahren, weil wir irgendwo im Baumarkt Sachen kaufen mussten oder so. Und es war echt ein bisschen weird. An sich war es ein netter Typ, aber auch ein bisschen komisch. Aber nun gut. Lassen wir das. Ich drop jetzt hier keinen Namen. Jedes Mal war ich ein bisschen nervös, dass sie reinkommt und random einen Wutausbruch bekommt. Oh Gott. Und einmal ist es mir passiert. Wir haben unsere mündlichen Noten vorgesagt bekommen. Ich wollte fragen, wie sie genau zustande gekommen sind. Und irgendwie hat sie sich angegriffen gefühlt und mich fertig gemacht. Vor der ganzen Klasse. Was? Aber 10 Minuten später kam sie ruhig zu mir und hat es mir erklärt. Aber eigentlich hatte ich in dem Moment eine andere Frage. Warum hast du mich angeschrien? Eigentlich habe ich das Gefühl, dass sie ziemlich nett ist, aber wegen diesen Stimmungsschwankungen konnte ich nie wirklich entspannt bei ihr sein. Wenn sie mal mit guter Stimmung reinkam, habe ich immer gedacht, ist das die Ruhe vor dem Sturm? Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige war, der den Kurs nicht besonders mochte. Es gab ein paar spaßige Aktivitäten, der Rest war meh. Aber ich muss zugeben, dass die Theorie, die sie mir beigebracht hat, ziemlich nützlich ist. Aber ich den Sinn nicht gesehen habe, einen Modenshow zu veranstalten mit den Klamotten, die ich selber gemacht habe. Ich musste 2-mal catwalken. Als ob! Oh Gott! Das wäre ja der absolute Horror für mich gewesen in der Schulzeit. Oh mein Gott. Also ich glaube, selbst jetzt wäre das immer noch... Also ich meine, es klingt ja an sich ganz cool, so, aber nee. Die, so Mode selbst designen und dann musst du dein eigenes Model sein und vor der ganzen Klasse so den Catwalk, also da so das Ganze präsentieren und Model spielen. Oh Gott! Oh Gott! Nee. Das hätte ich nicht geschafft. Ohne Witz. Und das einmal vor der ganzen Schule. Nee. Hätte ich nicht gemacht. Hätte nicht funktioniert. Ich hätte geweint. Vermutlich. Sie bekommt 1 Stern auf Amazon. Am Ende war meine Kunstnote auch nicht mehr die beste. Von einem 1- und 2er-Schüler wurde ich zum 4-5er-Schüler. Oh, Scheiße. Und ich war okay damit. Die aufgezwungenen Themen haben mir nicht besonders gefallen. Und am Ende hatte ich auch keinen richtigen Spaß daran. Aber ich habe mich noch beim anderen Kunstkurs angemeldet. Wir hatten die Chance damit, unser Zeugnis zu verbessern. Es war in der 9. und 10. Stunde. Aber ich fand es okay, solange ich einen Kumpel im Kurs habe. Und der eine Kumpel war Kevin. Er hat mich überredet, den Kurs auch zu belegen. Papa, eigentlich war es ziemlich entspannt. Es war viel Freiarbeit mit Musik hören. Aber nach einem halben Jahr ist Kevin gegangen. Ich habe nicht nachgedacht, dass er ein Jahrgang über mir ist und nicht mehr lange mitmacht. Dann war ich alleine im Kurs und hab's wieder gehasst. Es war meine eigene Dummheit, dass ich nicht dran gedacht habe. Aber trotzdem habe ich Kevin verflucht, dass er mich in die Falle gelockt hat. Allgemein, die besten Noten in Kunst waren die Sachen, die ich für Kevin gezeichnet und gefotoshoppt habe. Sein Plakat wurde aufgehangen
Und keiner wird je wissen, dass ich es gemacht habe. Wofür habe ich überhaupt meine Arbeiten gemacht? Wenn alles, was ich produziere, für andere tausendmal besser ist. Warum gehe ich überhaupt noch zur Schule? Warum atme ich? Was? Well, ich habe eh nur geschwänzt, also ist es mir. Junge, fühl dich komplett. Hey, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, gib ein Like und lass ein Abo da. Folg mir gerne. Ja, hab ich. Aber ich lass noch ein Like da. Abo habe ich ja schon reingeböllert. Hier lohnt sich immer.